27 Jahre alt, Afrikameister, über die 4x100 Meter, seine Bestmarke in Leverkusen gelaufen, 9,93 Sekunden. Yupun Apekun aus Sri Lanka, 9,96 Sekunden seine Bestzeit. Hier im Vorlauf 10,15 Sekunden, damit war er der Schnellste. Und das ist der Zweitschnellste aus dem Vorlauf, Ali Anwar Al-Balushi. 10,37 Sekunden aus dem Oman kommt der Mann. Und er ist der Mieterrekordhalter der Pole, Dominik Kubek. 10,05 Sekunden gelaufen im vergangenen Jahr. Damit hat er das Ding logischerweise gewonnen. Damals ein bisschen überraschend. 10,29 Sekunden seine Vorlaufzeit. Damit war er Drittschnellster. Enoch Adegoke aus Nigeria. 10,32 Sekunden seine Vorlaufbestzeit der Junioren-Afrikameister 2019. So, die Musik baut Spannung auf und jeder von den Jungs baut jetzt Spannung auf. Das Finale der Herren über 100 Meter beim Anhalt-Meeting 2024. Abe Kuhn auf der Bahn 3 mit der besten Vorlaufzeit. Al-Balushi, Ali Anwar Al-Balushi auf der Bahn 4. Dominik Kubek, der Vorjahresgewinner, auf der Bahn 5. Arthur Cisse, Elfenbeinküste, auf der 2. Das sind die, die zumindest den stärksten Eindruck gemacht haben im Vorlauf. Das war doch ein Fehlstart. Doch nicht. Ah, was war das für ein toller Start von Arthur Cisse. Kubek versucht da mitzuhalten. Kubek ist vorne, aber Abe Kuhn kommt. Abe Kuhn gewinnt vor Kubek. 10,18 Sekunden. Kein Mieterrekord, aber irgendwie entweder ich habe die Startpistole nicht gehört oder der Cisse, der sprang da raus aus dem Startblock. Wo ich dachte, na, Abe Kuhn auf jeden Fall mit dem besten Schlusssport. Der stärkste Mann auf den letzten 50 Metern. Ein bisschen Gegenwind haben wir auch noch gehabt. Und hier wird die Zeit zumindest bei mir noch mal ein bisschen runterkorrigiert auf 10,16 Sekunden. Ja, also entweder der ist so schnell gestartet, dass die anderen geschlafen haben. Eieieiei, also Arthur Cisse, ich weiß nicht genau. Das sah schon nach einem Fehlstart aus oder der ist einfach so schnell aus den Startblöcken raus, dass die anderen echt nur ja, langsam aussahen. Das war die feste Phase jetzt gewesen von Dominik Kubek. Und sie bricht sofort zusammen da ab 70 Meter und dann kommt Abe Kuhn. Und Ali Anwar Al-Balushi auf Platz 3, der Mann aus dem Oman, 10,25 Sekunden. Yupun Abe Kuhn, also zum zweiten Mal Sieger nach 22 hier von Dessau. Südasienmeister 2019 war schon mal gewesen, über die 4x100 Meter und seine Bestzeit in dieser Saison von 10,18 zuletzt in Dubai gelaufen und 10,21 in Rom hat er hier in Dessau verbessert mit 10,16 Sekunden und darüber freut er sich und das zu Recht. Yupun Abe Kuhn aus Sri Lanka hat sich wieder mal gelohnt, nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Sein zweiter Sieg hier beim Anhalt-Meeting.